Herzlich willkommen zurück zu Hybrid 7. Ja, letzte Part war ein bisschen kampflastiger, aber jetzt geht's hoffentlich bald wieder weiter mit der Story. Ja, Area 3 hat mehr Kämpfe, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Viele verschiedene Gegnertypen. Ziemlich kompliziert aufgebaut das Ganze. Und jetzt haben wir den Code und mit dem Code kommen wir weiter. Die Codetür, wo war die jetzt allerdings mal? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Der rote Typ. Ach, hier direkt. Der rote Typ kommt nicht mehr. Sehr gut. Bitte Codeschlüssel eingeben. Das ging einfach. Das sieht schon mal interessant aus hier. Können wir die nicht zerstören? Die nerven nämlich immer 40 Schaden, Leute. Mit den Bomben ist nicht zu spaßen. Glaub mir. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, ganz brave Bombe. Ich höre immer noch diese blöden Bomben. Was ist denn hier überhaupt? Eine Bombe. Das ist ein Aufzug, wie es zu sein scheint. Nee. Oder? Ach, keine Ahnung. Gucken wir erstmal, was hier ist. Eine Kiste. Musik ist nice. Eine Kiste und hier ist der Tod, ne? Ja. Wie kommt man denn da rüber? What the fuck? Ja, also hier geht's nirgendwo richtig weiter. Bedeutet, wir müssen hier hin. Schnell weg, ey. Das war knapp. Mann, mach mir doch nicht so eine Angst, blöde Bombe. Was? Das sind nur Kisten? Wie geht's denn dann weiter? Stamina Booster. Sieht aus wie... Naja, ich sag's lieber nicht. Naja, doch schon irgendwie wie ein Kondom, ne? Und Life Charger in. Wo geht's weiter, liebe Leute? Jetzt sind die alle wieder da. Gut, dann muss ich jetzt erstmal zerstören, diese blöden Bomben. Nützt ja nichts. Die machen mir zu viel Stress. Wo sind die jetzt? Ach komm, ihr macht Spielchen hier mit mir. Oh, Fick, ey. Ja, schön. Habt ihr eure glorreichen Tage gerade gehabt? Blöden Bomben. Das fuckt mich ein bisschen ab. Ich weiß jetzt echt nicht, wo es weitergeht. Hier ist nichts auszumachen. Ach, komm. Als ob es das hier ist. Tatsächlich. Johnny Slater. Nicht runtergucken. Ich habe nur eine Bitte. Nicht runtergucken. Ja, das ist das, was ich wollte. Ja. Das ist eine gute Abwechslung zu kämpfen. Die Musik gefällt mir bislang am besten in Area 3. So, und runter. Haben wir es überstanden, was? Kamera? Was ist hier eigentlich? Oh, der hat mal runter... Was? Du meinst, sich runterfallen lassen können, aber wäre ich doch nie mehr wieder hochgekommen, oder? Scheiß drauf, oder? Ich könnte Safe State setzen. Ich gehe, glaube ich, nochmal zurück. Stamina Charger M. Ich möchte schon gerne wissen, was da drin ist. Ja, komm, holen wir uns die Kiste. Aber nur mit Safe State. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ja, hochspringen kann er ja eigentlich. Ja, das siehst du natürlich. Es ist so gemein gemacht. Ihr Entwickler, ihr könnt nicht mal. Ihr habt doch gelitten, ihr kleinen Schwanzlutscher-Entwickler. Ohne Witz. Das ist einfach so asozial. Was haben die genommen? Ohne Witz. Sind so bekloppt. Ohne Witz. Du siehst es einfach erst, wenn du schon drüber gegangen bist. Oh, vor allen Dingen. Wo war das jetzt nochmal genau? Ach du Scheiße. Deswegen habe ich gesagt, Safe State.
4 Uhr nachts, by the way. Hey! Oh mein Gott. Ey, du Cheater mit deinen Safe States. Ganz ehrlich, das ist ja wohl übelste Try-and-Error-Scheiße. Dann möchte ich jetzt aber auch eine gute Belohnung haben. Wollte eigentlich eine gute Belohnung haben. Naja. Diese bösen Safe States, ey. Nee, ganz ehrlich, an der Stelle juckt mich das überhaupt nicht. Es ist so arschig. Du siehst es einfach nicht. Du hättest es dir wirklich merken müssen. Aber ich gehe sicherlich nie nochmal zurück. Das will ich euch und mir ersparen. Habe ich auch hiermit getan. Und runter. Johnny, good job. Das ist hinter dir. Moment, war hier nicht noch eine Kamera eben? Doch, eine Kamera gesehen. Da. Kamera! Achtung, Kamerafalle! So. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir daran? Einen gezielten Jump, denke ich nicht, dass das funktionieren wird, oder? Doch. Ey, Hybrid Heaven, ey, voll das Jump'n'Run-Game. Poison Restorer. Oh mein Gott, ich will nicht vergiftet werden. So viele Gegengifte jetzt schon. War da vielleicht noch was? Ich guck noch mal kurz. Will ja nichts vergessen, ne? Ne. Scheint nichts mehr gewesen zu sein. Let's go, weiter geht's. Zwei Lootboxen wieder. Sehr schön. Hey! Die Kameras sind immer wieder sozial. Die haben schon ewig nichts mehr gedroppt. Jetzt gibt es ein paar Life-Charger, wie geil. Tschüss. Und tschüss. Boah, sogar mittleren, hallo? Was sind das für großzügige Kameras? Cool. Aber mittlerweile bringen die normalen Life-Charger eigentlich nichts mehr. Nur außerhalb des Kampfes könnte man die natürlich benutzen noch. Die heilen zu wenig, ich meine, wir haben 500 Leben, die stellen nur 100 wieder her. Das ist nichts. Ein Grab von einem Gegner und er macht schon 100 Schaden. Ich warte echt auf den Tag, wo hier Monster rausspringen aus der Truhe. Wir werden hier echt zugeschmissen. Kommt bald der nächste Boss oder was? Darf ich mal anmerken, dass Area 2 gar keinen Boss hatte? Ring Eraser? Hä? Wie ist das denn schon wieder? Ring Eraser. Was ist denn das? Schreibt es mir in den Kommentaren, ich weiß nicht, was es ist. Da haben wir eine Tür. Und hier haben wir zwei andere Boxen. Zwei Schränke quasi. Hurricane Shot. Klingt geil. Ich glaube, ich spare mir die ganzen Items für irgendwelche Endbosse auf. Also für die allerletzten, würde ich sagen. Für die letzten zwei Gebiete. Nur diesen Weg. Hier brauchen wir wieder einen neuen Code. Was ist das denn hier? Pressesekretärin Gloria Anderson. Verteidigungsminister Nick Moore. Ach, da stellen sie ihre neue Regierung auf, oder was? Uh-oh. Im Innersten jetzt hier vorgedrungen, oder was? Berater des Präsidenten. Joseph Ross. Ross Anthony. Oh Mann. Na du? Wie geht's dir da drinne? Siehst nicht sehr gesund aus. CIA-Chef Don Miller. Und? Spezieller Präsidentenberater Leonard Powell. Na, wir müssen hier rein. Zwangsweise. Wir haben keinen Code. Gucken wir mal, was ist hier? Ein Aufzug. Bevor ich den Aufzug nehme, gucke ich dann doch, ob wir vielleicht den Code doch aktivieren können. Beziehungsweise, ob wir doch da reinkommen. Ich denke mal nicht. Nee. Okay. Nice to know. Dann wissen wir ja, wo es hingeht.
Ich glaube, heute gibt's einen Bosskampf, Leute. Patrick Weller, Präsident der Vereinigten Staaten. Hä? Das alles? Ja, schön. Patrick Weller, Präsident der Vereinigten Staaten. Und nun? Ach so, ich bin dumm. Scheiße. Hier ist der neue Code. Bitte Code-Schlüssel eingeben. Bitte warten. Code-Schlüssel erkannt. Gegenwärtiger Code wird jetzt erneuert. Erneuerung abgeschlossen. Bitte Code-Schlüssel annehmen. Yeah. Relativ unnötiger Raum. Also der Präsident hat seinen eigenen Raum, aber den Codes, den hätten sie uns auch gleich schenken können. Ne? Ist halt direkt daneben, ohne Gegner, ohne alles. Der pisst da wieder. Ganz ehrlich, ich finde, die sind ziemlich stark. Habt ihr mal auf leichte Schulter genommen? Mm-mm, nicht lustig. Sollte man nicht tun. Man kann aber einfach ausweichen. Muss halt sehr geduldig sein gegen die. Aber wenn die mal zum Zug kommen, echt nicht so einfach. Das sollten wir aber überleben, genau. Schön auf Distanz bleiben. Ah, die haben auch ungefähr 500 Leben. Ziemlich nervig, wenn ihr mich fragt. Nächste Leiste. Vielleicht können wir unsere Kombo starten. Die sind halt ziemlich passiv. Wenn die wirklich einmal reinkommen, ich hatte es ja im Training. Uff. Weil da haben wir mal 250 abgezockt. Zwei Kombos. Schön daneben, nice. Ich hoffe, wir sind nah genug dran. Nein, sind wir nicht. Scheiße. Das war nix. Kaum Damage gemacht. Scheiße. Na komm. Verpiss dich. Zack. Hat ungefähr 200 Schaden genommen. Ja, so eine Dreifach-Kombo sollte ihn jetzt eventuell finishen, wenn jetzt alles trifft. Machen wir drei Kicks. Er wirkt so schwach, ne? Ist er nicht. Wirklich nicht. Also wenn er reinkommt, ihr habt nichts zu lachen. Fragt die Leute, die ihr Spiel auch gespielt haben. Take this and motherfucking that. Oh, der ist stark beschädigt. Körper und Bein. Sehr gut. 105. Und er gibt nicht auf. Er tankt. Ja, so wirst du mich aber nicht treffen, mein Freund. Was war das denn, ey? Tschüss, Mann. Oh, nur 34 Schaden, aber es hat gereicht. Was haben wir gedacht, dass der den hier fährt? Verteidigung. Können wir gebrauchen. Speed auch nochmal. Plus 1. Ganz nett. Und unser Item, was wir hier bekommen, ist der Offense Trainer. Großer Bereich mit nichts. Ist einfach nichts. What? Ich verstehe es nicht. Von da sind wir doch gekommen, oder? Nee. Die Code-Tür haben wir benutzt, oder? Ja, hier geht's tatsächlich weiter. Kein Gegner. Viel zu ruhig, wenn ihr mich fragt. Ach du Scheiße. Ronny? Wurdest du nicht in der Station von Diaz getötet? Was geht hier vor? Was ist geschehen? Der Klon von Johnny Slater existiert nicht mehr. Aha,
Ich verstehe. Das erklärt alles. Nun, steh nicht so blöd herum. Geh rein. Oh. Jetzt müssen wir dem das alles erklären, was hier passiert ist. Wird er bestimmt glauben, dass Aliens uns wieder zurückverwandelt haben und so. Du bist wirklich das Original, nicht wahr? Es überrascht mich wirklich, dass du überlebt hast. Ich weiß ganz genau, weshalb du hier bist. Diese Gargatuans. Man weiß nie, was sie vorhaben, wenn man sie nicht genau im Auge hält. Ja, ob die überhaupt noch leben, wissen wir ja auch nicht. Nun, ich vermute, ich kann nicht auf Dauer verbergen, dass ich nicht der wahre Kevin bin. Dein Meister. Mein Stolz erlaubt es mir nicht, den Ausdruck Klon zu gebrauchen. Als ich vom Original kopiert wurde, mich genetisch so verändert, dass ich allen Menschen in jeder Art und Weise überlegen bin. Eine genetisch veränderte, synthetisch erzeugte neue menschliche Rasse. Wir nennen uns selbst Hybriden. Hybrid Heaven halt. Hybriden-Himmel. Ach, shit. War ja klar, dass da ein Haken ist. Johnny, verschwende keinen Gedanken an Gegenwehr. Scheint, als ob du für die Gargatuans arbeitest und Ärger bereitest. Aber ich sage es dir erneut. Du musst endlich begreifen, gegen wen du dich gestellt hast. Wir allein sind es die Hybriden, die geboren wurden, alle Menschen... geboren wurden, alle Menschen zu beherrschen. What the fuck? Und weißt du was? Ich habe schlechte Nachricht für dich. Ich wurde entsandt, einen Präsidenten durch einen anderen zu ersetzen. Und es hat geklappt. Natürlich hat keiner der törichten Menschen bemerkt, was geschah. Die menschliche Rasse wird von jetzt an total manipuliert. Und ein neues Zeitalter in der Geschichte wird beginnen. Der neue Präsident wird eine weltweite Invasion in Gang setzen. Und dafür steht ihm die stärkste Militärmacht zur Verfügung. Ich glaube, ich kann nun mit Fug und Recht behaupten, dass dieser Planet jetzt ganz allein uns gehört. Und wir haben die gesamte menschliche Rasse unter unsere Kontrolle gebracht. Ja, jetzt wissen wir, was die hier vorhaben. Präsidenten ersetzen, Menschen unter Kontrolle bringen, mit den Hybriden, die hier gezüchtet werden, quasi Welt erobern. Oh mein Gott. Wieder Wahnsinnspläne hier. Und es kommt zum Bosskampf. Mit dem Typen. Scheiße, ich hasse den. Nochmal so eine mit Sonnenbrille. Gefällt dir meine Sonnenbrille? Um die zu besiegen, muss man selber eine Sonnenbrille aufsetzen, Leute. Sonst schafft man die nicht. Deswegen einen Moment. Eine Sonnenbrille hängt hier gerade fest. So. Peace. Schon gleich wirklich viel cooler, was? Na, mit dem ist nicht zu spaßen, ihr kennt die. Natürlich holt er die Gun raus, dieser Wichser. Ey. Macht immer noch viel Schaden mit der Pistole. Ey, ohne Scheiß, ne? Ist nicht lustig. Ich sollte nah dranbleiben, ganz ehrlich. Ist besser, als wenn die Pistole zücken. Es ist so busted und so broken, ne? Diese scheiß Pistole. Wir haben die auch, aber können die nicht unendlich benutzen. Ja, Guard, besser als 100 Schaden zu nehmen. Achso. Wollte jetzt physisch angreifen, ist in Ordnung. Ja, einen schönen Double Kick, das brauchen wir jetzt, ey. Schön. So, jetzt gibt's einen Double Kick. Combo! Take this, motherfucker! Er hat bestimmt wieder 500. Oh, noch mehr. Oh nein. Er hat gegrabt. Escape, versuchen wir's. Ah, eine Cutscene konnte er sich befreien, aber so natürlich nicht. Isklam, Murat, Isklam. Eine Cutscene sind die Charaktere immer natürlich stärker.
Muss ja sein, für Character Development, ne? So broken, diese Schusswaffe. Holy shit, ist sie dumm. Double Kick. Los geht's. Zack, zack. Hält auch irgendwie mehr aus, ey. So ein Wichser. Unbelievable, wie stark die sind. Das sind schon meine Hassgegner, kann ich jetzt schon sagen. Die einfach nur broken sind. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Schnell ein Item nehmen. Ihr seht das jetzt, der Flameshot, den haben wir auch. Muss jetzt der mittlere sein. Mittlere Refresher. Das wird wahrscheinlich noch eine lange Nacht hier. Oh, der heilt 500, der ist ja richtig geil. Ich dachte, der heilt nur 200. Der ist ja super. Der ist ja richtig awesome. Ich weiß nicht, wie viel die aushalten. Mit denen ist wirklich nicht zu spaßen. Oh. Ja, wir müssen Kombos erfahren. Natürlich. Natürlich den Schuss. Diese Gegner sind so dumm. Unendlich Flameshots will ich auch haben, ey. Okay. Hat er die jetzt noch nicht mehr oder was? Das wäre interessant. Double Kick. Take this. Tot. Ja, so viel heilen die nicht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Geht sogar. Die sind so stark. Die machen mir immer Schaden und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Mega stark, diese Gegner. Defense Trainer. Lieber gerne wieder Heilung. Ach, von da sind wir gekommen, ne? Ja, das ist der Aufzug. Hier gibt es nur diesen einen Weg. Ah, Speicherpunkt. Wunderschön. Das ist jetzt Area 4. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn ja, beende ich hier die erste Aufnahmesession. Echt geiles Spiel. Das ist auch ziemlich anspruchsvoll. Knife Charger M, da haben wir wieder gut. Ich weiß nicht, wie sparsam man mit den Items sein muss. Ich frage mal K-Rool nach der Aufnahmesession. Schreibt den gleich an. Rainer! Komm, sei es bitte Area 4. Wir haben schon lange keinen Bosskampf mehr gehabt. Das kannst du ja jetzt nicht als Bosskampf abstempeln, den Typen. Ist ja schon mal aufgetaucht. Nee, Area 3, 3. Hm. Ich mach trotzdem hier einen Cut. Wollte eigentlich die Area abschließen, aber gut. Dann bin ich nächstes Mal wieder hochmotiviert am Start. Nicht, dass ich jetzt ja auch hochmotiviert bin oder so. Einfach, ne? Frisch an die Sache rangehen. Ah, scheint ein bisschen länger jetzt zu dauern, die ganzen Areas. Oh mein Gott, so viele Kameras. Gut, Leute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.